Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Seegesprächen. Wir melden uns heute aus Kärnten, aus Krumpendorf am Wörthersee. Zu Gast sind wir bei der Familie Wieser in Kropfitzbad. Und ich möchte Sie neugierig machen. Wörthersee, Wörthersee-Löwen und dieser Ball. Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, das ist sein Lebensinhalt. Und begrüßen Sie mit mir Johann Beppo Huber. Herzlich willkommen. Servus. Servus, Rainer. Ja, Beppo, kurze Vorstellung. Du bist ja Bundesliga-Trainer. Du hast die A-Lizenz, du bist österreichischer Diplom-Trainer. Du trainierst vom Nachwuchs bis zum Nationalteam alles. Du bist vom internationalen Weltvolleyballverband. Hast du die Trainerlizenz? Ja, stimmt. Und die hilft den internationalen Verband da, das Volleyball weiter zu verbreiten, sozusagen weltweit weiter zu verbreiten, vor allem in Ländern, in denen es noch nicht so populär ist wie bei uns in Europa. Und das ganz Besondere ist ja bei dir, glaube ich, die ganze Familie ist ja mit diesem Volleyball eigentlich verbunden, sagen wir so. Du bist verheiratet? Ja. Zwei Söhne? Stimmt auch. Deine zwei Söhne sind ja sehr, sehr erfolgreich. Der Alexander, Spitzname Xandi Huber, gehört zu den Top 10 weltweit. Dein zweiter Sohn ist ja quasi im Trainergewerbe beim Volleyball. Erzähl uns ein bisschen was. Ja, vielleicht sage ich zuerst einmal, dass man sehr stolz sein kann, und das bin ich auch wirklich, dass die Kinder Volleyball weitergemacht haben, obwohl ich als Vater das auch gemacht habe, weil oft hören sie ja auf als Fuß, das was weiß ich immer für Gründen. Und bei uns war es aber so, dass ich sie selber nie trainiert habe, durchgehend, sondern immer nur eingesprungen bin, wenn es notwendig war. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Geheimnis, dass sie nicht daheim und überall mit dem konfrontiert sind, was sie beim Training haben und bei den Spielen haben, und so die Freude am Sport noch nicht verlieren. Beppo, privat und quasi dein Sport ist ja fast nicht zum Unterscheiden. Es ist ja, geht ja eines in das andere über. Ich bedanke mich schon im Vorhinein, dass du überhaupt Zeit gefunden hast für dieses Gespräch. Wir sind ja in einer wunderbaren Umgebung hier direkt am See. Ich sage einmal, Luftlinie ein paar Meter weiter, habt ihr heute ein sehr, sehr wichtiges Spiel, Bundesligaspiel. Zu Gast sind heute Sokol Wien. Morgen habt ihr das Retourspiel und es geht in der Bundesliga, glaube ich, ihr spielt quasi von Platz 8 bis zu Platz 5. Genau, für uns geht es um Platz 5. Den 8er haben wir schon ganz fix, aber den 5er wollen wir haben. Platz 5 quasi. Ja, genau. Frage, bist du aufgeregt vor ein Spiel? Na, ich hoffe, die Spieler sind mehr aufgeregt wie ich, weil ein bisschen Anspannung braucht man vor dem Spielen. Das geht sich fast nicht mehr aus, dass ich aufgeregt bin, weil ich habe schon so viele Spiele gehabt und gecoacht. Wenn du immer aufgeregt bist, ich glaube, da leidet dann die Gesundheit viel drunter. Da muss man ein bisschen reduzieren, den ganzen Stress. Aber eine gewisse Nervosität und Aufregung ist vor jedem Spiel dabei, weil man weiß ja nicht, wie der Gegner kommt, was sich bei unserer Mannschaft tut im Laufe des Spiels. Man muss da immer wieder flexibel sein und diesen Adrenalinschub muss man ja auch ein bisschen auf die Spieler übergeben, weil eine positive Stimmung ist ja für die Spieler auch gut. Sprechen wir über deinen Verein. Du bist ja seit 41 Jahren. Ihr habt den Verein 1981 gegründet. Das war ja so ziemlich der erste Volleyballverein in Österreich, oder? Ihr wart ja von Anfang an dabei beim Thema Volleyball. Also in Kärnten war ich von Anfang an dabei, weil 1972 sind drei Funktionäre bei den Olympischen Spielen in München gewesen. Da war Volleyball ein Highlight. Unter anderem hat dort der Trainer, japanischer, eine Spielerin abgefotzt und ist dann fast verhaftet worden. Das war bei denen aber üblich, das hast du bei uns nicht verstanden. Dort war das noch ganz normal, er hat überhaupt nichts Falsches dran gesehen. Und die haben so eine Begeisterung gehabt, eigentlich Handballfunktionäre sind zurückgekommen und gesagt, das müssen wir bei uns auch spielen. Das war der Pfeistinger Günther von SVVW, der Walter Berkonig, Journalist da, von SC Verlach, und der Udir Stefan von Villach. Und die haben einen Verband gegründet in Kärnten, haben angefangen, jeder bei seinem Verein. Und ich bin in Villach über das Schülerheim. Damals hat es keine Freifahrtscheine gegeben, sind wir halt in ein Heim gesteckt worden, damit wir näher zur Schule haben und die Aufgaben noch dann machen. Und über das Schülerheim bin ich dann zum Verein gekommen, weil ich gesehen habe, dass zwei Burschen in meinem Zimmer länger fortgehen können als wie ich. Wir haben nur eine Stunde Ausgang gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich frage einmal, wo die hingehen, da vielleicht darf ich mitgehen. Und dann bin ich mitgegangen mit denen. Und dann bin ich vom Basketball, das ich auch gespielt habe, parallel noch ein Jahr
komplett zum Volleyball gewechselt, weil dort einfach lustiger war. 1981 wurde die Wörthersee Löwen quasi gegründet unter dem ehemaligen Landeshauptmann Dr. Peter Ambrosi. Der ist ja auch seit damals, bist du quasi der Obmann vom Verein und seit damals ist Dr. Peter Ambrosi der Präsident des Vereines. Und in den 41 Jahren hat sich Beständigkeit. Ja, unbedingt, weil wie wir angefangen haben, haben wir nichts gehabt. Weder eine Halle, noch einen Spieler eigentlich. Und das aber innerhalb von einem halben Jahr haben wir die meisten Spieler gehabt in Kärnten. Das hängt natürlich damit zusammen, dass du beim Training bist, dass du einen Trainer hinstellst. Und das haben die gemacht, jeden Tag von 5 bis 9, 10 am Abend, die ersten Jahre. Dann haben sich langsam aus dem Spielersektor auch welche als Trainer herauskristallisiert und haben geholfen. Dann ist es besser gegangen. Aber wie gesagt, der Peter Ambrosi ist nicht nur unser Präsident seit 41 Jahren, sondern auch echt ein guter Freund. Und er hat so viel dazu beigetragen, dass wir mit dem Verein so weit gekommen sind, weil du brauchst einfach Türöffner. Das habe ich nicht kennen, das habe ich auch gar nicht wollen, weil ich war lieber in der Halle beim Training. Und bei einem Landeshauptmann ist es halt so, wenn er anruft und fragt, kannst du das und das helfen oder habt ihr einen Bus zum Verkaufen, dann ist es ein bisschen anders. Ja. Und das hat uns echt viel gebracht und ich hoffe, er bleibt uns noch viele Jahre als Präsident erhalten, weil einen besseren wie ihm gibt es sowieso nicht und einen gleich guten ist auch schwer zu finden. Ihr habt 81 quasi begonnen, wart dann sehr, sehr erfolgreich, 99 glaube ich, wart ihr schon auf Bundesliga-Niveau? Viel früher. Also wir sind im 81er Jahr, haben wir nicht mitspielen dürfen, weil ich im Februar gegründet habe, 82 haben wir gespielt, im 84er Jahr haben wir schon in der zweiten Bundesliga gespielt, dann im 87er Jahr sind wir in die erste Bundesliga aufgestiegen und in der ersten Saison, 87, 88, sind wir schon Dritter gewesen in der Bundesliga. Alles mit eigenen Spielern wieder, Junge. Ich habe dann schon langsam zurückgezogen, weil ich nicht mehr so groß und so schnell war wie die Jungen. Und dann haben wir mit dem dritten Platz auch den Europacup-Platz erobert. Und gleichzeitig im selben Jahr sind wir Staatsmeister unter 19 geworden. Also die Junioren hat es damals noch geheißen. Das war das erste Mal, dass eine Mannschaft außerhalb von Wien einen österreichischen Meistertitel im Nachwuchsbereich bei den Burschen erobert hat. Und das waren wir da in Klagenfurt, haben wir es veranstaltet, Heimvorteil genutzt und gewonnen. Und mit der Mannschaft sind wir dann weit gekommen, haben wir im Europacup gespielt, unter anderem 89 dann, nachdem wir in Nierige Hasa weitergekommen sind in der ersten Runde, Ungarn, Vollprofis, wir mit unseren Schülern und Amateuren haben wir sie geputzt, war gut. Sind wir nach Deutschland gekommen zum jetzigen Recycling Berlin, der ist noch immer Meister und was weiß ich, und haben dort Europacup gespielt, zweite Runde, was allerdings als Spiel nebensächlich war, weil gleichzeitig am selben Wochenende ist die Mauer gefallen. Und da waren wir live dabei, im November 1989, wie die Mauer gefallen ist, sind wir auf die Mauer beim Brandenburger Tor auf, haben wir dort Steine rausgeklopft. Einer von unseren Spielern hat einen Stein mitgenommen. Das ist erst später aufgekommen, dass sie verkauft haben. Der hat schon einen mitgenommen. Das Spiel war quasi Nebensache, weil hat keiner der daran Fall gedacht, der Berliner Mauer Wahnsinn. War ja natürlich ja. Die Sensation. Das war ein Weltereignis und da kannst du dich auch nicht konzentrieren. Und wir haben leider verloren, sang- und klanglos, aber unter anderem auch deshalb, weil unser bester Annahmespieler, guter Angreifer, ist ein Slowene. Der einzige Legionär, lange Jahre, dieser Slowene ist nicht aufgetaucht zur Abfahrt. Handy hat es keins gegeben, wo fragst du nach? Nichts gewusst, was mit dem passiert ist. Er hätte so in Villach kommen und einsteigen, weil er vom Wurzenpass runtergekommen ist. Und ist nicht da. Dann sind wir gefahren mit dem Zug. Gott sei Dank mit dem Zug. Zuerst wollten wir mit dem Bus fahren. Das war eine gescheite Entscheidung mit dem Zug, weil mit dem Bus waren wir da nie hinkommen. Da waren 60 Kilometer Stau auf die Straßen in Ostdeutschland. Und dann haben wir angerufen, ich habe daheim angerufen, meine Frau, die Edith hat dann runtertelefoniert zu den Eltern von dem und die haben gesagt, sie wissen nicht. Und dann irgendwann am nächsten Tag haben sie dann irgend gesagt, der ist vom Militär eingezogen worden, wegen der Fall der Mauer, von dem wir noch gar nichts gewusst haben. Das haben wir erst draußen gecheckt. Und deshalb hat er nicht mitfahren können. Er hat sich nicht kreiert, der hat nichts schreiben können. Den haben sie in der Nacht geholt und im Wald auf, hat er mir dann noch gezeigt, wo er gelegen ist. Ober Jesenice im Wald ist er gelegen. Haben wir auf ihn verzichten müssen. War sicher mit der Grund, dass wir nicht gar so gut gespielt haben dort. Unter anderem ein Grund. Also historische Begebenheiten um und im Verein. Im Verein selber, ihr habt ja Nachwuchsarbeit, ihr habt Frauenmannschaft. Die Damen und die Mädels spielen auch bei euch sehr, sehr erfolgreich. Kannst du da ein bisschen was erzählen über den Nachwuchs? Ja, prinzipiell am Anfang haben wir, also ich habe den Verein gegründet, weil ich war da beim SVfB Klagenfurt und bei der ASK Villach war Spielgemeinschaft für die erste Bundesliga. Und die haben dann die Mannschaft vor dem Saisonstart zurückgezogen,
weil ein paar Spieler aufgehört haben, ältere, keine Lust gehabt haben, was weiß ich, zu viel Training. Ich wollte aber unbedingt, habe mein Studium, ich wollte Salzburg studieren gehen, Publizistik und Politologie, und bin dann da auf die Uni gegangen, inskribieren, habe irgendwas inskribiert, was mich eigentlich nicht so interessiert hat, nur wegen Volleyball, und auf einmal war die Mannschaft weg. Dann habe ich einmal angefangen zu trainieren und schauen, dass ich was zusammenbringe, wieder, dass ich spielen kann. Jetzt habe ich den Verein gegründet und die Mannschaft, damit ich spielen kann. Und ein Verein, das habe ich immer schon so gesehen, ohne beide Geschlechter, Damen und Herren, ist kein richtiger Verein. Du brauchst die einen zum Befruchten der anderen jetzt positiv unterstützen, und das Vereinsleben ist ganz was anderes. Das sieht man nicht bei den Wildcats, die haben nur die Mädels, und da ist nicht so ein Vereinsleben wie bei uns, bei den Burschen und Mädels zusammen. Das kann man sogar im Gegenteil, denen sind die Mädels zu uns, die Spiele zuschauen und mit uns oben zusammensitzen. Also das war dann der Grund, warum wir beides gemacht haben. Und wir waren auch am Anfang mit den Mädchen erfolgreicher. Wir haben Nachwuchsstaatsmeisterschaften bei den Mädchen viel mehr gewonnen, alle Kategorien durch. Fast mit denselben Spielerinnen. Die sind einfach weitergegangen und haben dann alles geputzt mit der Zeit in Österreich. Bei den Burschen war auch die Konkurrenz etwas stärker, muss ich sagen. Etwas schwieriger weiterzukommen. Aber es ist einmal so gewesen. Einmal die Burschen weiterfahren, einmal die Mädels weiterfahren. Momentan sind die Burschen besser unterwegs. Die Mädels haben eine junge Mannschaft wieder einen Umbruch gehabt. Da sind von, wie viel man gehabt, 10. Von 10 sind sicher 6 jetzt junge Mütter. Das heißt, die haben andere Sachen zum Tun, auch gut für einen Verein, weil ich weiß, dass in 10 Jahren, 15 Jahren wieder Nachwuchs da ist. Das heißt, Nachwuchssorgen gibt es bei dir im Verein keine? Keine, weil heute habe ich wieder ein paar E-Mails gekriegt, da, wie man so auf der Homepage zum Anmelden, wenn einer schnuppern will. Heute habe ich wieder ein paar gekriegt, dann habe ich sie weitergeschickt, der Nachwuchskoordinatorin meiner Schwägerin, Lakarin, und die hat geschrieben mir zurück, Hilfe, Hilfe, wir gehen über. Okay. Traumlocation, wie besprochen. Hannes Jagerhofer. Beachvolleyball war ja hier in Klagenfurt ein Top-Event. Hat euch das geholfen vom Image her, oder wurde Volleyball dadurch aufgewertet? Na, man muss einmal unterscheiden zwischen den alltäglichen Volleyballarbeiten. Das heißt, jedes Wochenende Bundesliga, jeden Tag Training und so ein Event kreieren und veranstalten. Was ganz sicher geholfen hat, war Popularität des Sports zu verbreiten. Der Hannes Jagerhofer, übrigens auch für Kirchner, so wie ich, der ist ja damals, wie er die Idee gehabt hat, ist auch zu mir gekommen und hat gesagt, ob ich was habe. Dann habe ich ihm ein paar Zeitungen gegeben, ein paar amerikanische Magazine, und gesagt, das ist es. Und der hat sich die Stadien angeschaut und die haben das dort schon super aufgezogen. Und dann sind wir mit ihm gemeinsam runtergefahren nach Lignano, weil dort haben sie schon ein Welttour-Turnier gehabt und haben uns das unten angeschaut. Für mich war Lignano schon Weltklasse, das überdrüber Ereignis, weil klein. Einfach zum Abfahren, ein Wochenende, die besten Spieler sehen. Die Spieler sind noch draußen am Sand, spielen mit dir vielleicht ein bisschen hin und her und mit meinen Kindern. Und dann hat er das da aufgezogen, dreimal so gut, in der ersten Saison schon bestes Turnier der Welt benannt worden von den Spielern, nominiert worden. Er hat aber müssen eine kleine Prüfung machen beim Verband. Da war ich damals im Volleyballverband Sportdirektor, Sportkoordinator, also für den ganzen sportlichen Bereich zuständig. Und mit dem Präsidenten Schubeck haben wir damals gesagt, ja, er wird schon kennen, aber weil Klabing hat er gemacht, aber schauen wir mal, was er im Sportsektor zusammenbringt. Und dann haben wir gesagt, er muss die österreichische Staatsmeisterschaft da machen. Und die hat er perfekt abgewickelt, trotz Regenwetter war die Tribüne voll. Vorsichtshalber nicht so groß wie nachher, bei den Welttour-Turniere. Hat er super gemacht und das hat natürlich echt geholfen, dass er es gekriegt hat einmal. Der Weltverband war nach dem ersten Jahr happy, dass wir so eine Veranstaltung gehabt haben. Und für Volleyball selber, der hat uns die Augen geöffnet, was man mit dem Produkt Volleyball und Beachvolleyball überhaupt machen kann, wie man das präsentieren kann, wie man die Medien dafür begeistern kann, wie man die Sponsoren begeistern kann, das hat er super gemacht. Und es hat Auswirkungen gehabt, insgesamt weltweit, auf den Indoor-Volleyball, weil plötzlich in der Indoor-Halle beim Indoor-Spielen, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, haben sie Lichter gemacht, sind die Spieler eingelaufen, haben sie Show gemacht. Okay, da wurden die Show-Effekte eingebaut. Genau, er hat das einfach gezeigt, das kannst du auch machen. Nicht? Dass anders quasi auch geht. Ja, genau. Meine, Vermarktung. Für mich ist das halt, es ist gut, dass es so eine Leute gibt. Die gehören dazu. Das war wichtig für diesen Sport. Ja, unbedingt wichtig. Ich bin der auf der anderen Seite, der schaut, dass ein paar Spieler am Spielfeld gerade gehen können. Das ist meine Aufgabe. Wie würdest du, Beppo, für unsere Zuschauer kurz erklären, was ist denn überhaupt Volleyball? Also, was braucht man außer ein Netz, sage ich jetzt einmal, oder wie viele Spieler, oder wie kann man sich so ein Spiel vorstellen? Genau, die Frage, so eine Frage hat einmal ein Trainer, der Olympiasieger
Doug Beal mit der amerikanischen Männermannschaft das ersten Olympiasieg gemacht, damals in Los Angeles. Und der hat das gefragt, was braucht man zum Volleyballspielen? Alle haben geantwortet, Trainer. Und er hat gesagt, ja, was bist du mit dem Trainer ohne Spieler? Du brauchst einfach Spieler, dann können wir spielen. Und jetzt nochmal zurückkommen auf, was ist Volleyball, was ist Beachvolleyball? Wir sagen ja Indoor und Beachvolleyball, damit die Leute das verstehen, obwohl du das 6 gegen 6 draußen auch spielen kannst. Beachvolleyball spielt man mit zwei Leuten. Ist ursprünglich entstanden an den Stränden Kaliforniens. Da haben die Surfer, wenn sie keinen Wind gehabt haben, haben sie eine Beschäftigung gebraucht und haben mit einem Ball gespielt, ohne Angriff. Die haben stundenlang da gespielt, haben die ersten Turniere gespielt, haben dann für die ersten Turniere eine Pepsi-Cola Sixpack gekriegt als Preis. Das waren die ersten Preisgelder. 1976 hat es dann eine Weltmeisterschaft gegeben, die erste. Und 1984 bei den Olympischen Spielen in Atlanta war es das erste Mal dabei. Indoor spielst 6 gegen 6. Gibt es natürlich viel mehr Spielkombinationen bei 6 Spielern. Ist abwechslungsreicher. Du kannst wechseln. Beim Beachvolleyball darfst du die Spieler nicht auswechseln. Da müssen die zwei sein und wenn einer sich verletzt, ist das Spiel aus. Okay. Dann haben sie verloren. Du kannst bei einem Turnier die Spieler nicht tauschen, kann Ersatzspieler nicht tun. Man hat versucht mit dem Ersatzspieler und mit Trainer, ist aber nicht dazu gekommen, weil es einfach einen Charakter verliert, wenn du das noch umänderst. Und Indoor ist 6 gegen 6. Das Feld ist anfänglich gleich groß gewesen. Jetzt haben sie beim Beachvolleyball das Feld auf, jetzt ist auch schon wieder lang her, 8x16 Meter gemacht und beim Indoor hast du 9x18 Meter. Mhm. Netzhöhe bei den Damen 2,24 Meter, das ist, wenn ich stehe, bis daher zu meinem zweiten Fingerglied. Und bei den Herren ist es 2,43 Meter. Wenn ich springe, muss ich schauen, dass ich noch aufkomme auf die Netzoberkanten heute. Früher bin ich mal so drüber gekommen, da habe ich aber einen Sprungkopf gehabt von 85 cm aus dem Stand. Aber das ist halt Training gewesen und heute kriege ich die Rechnung quasi. Weil du das ansprichst, medizinische Aspekte und Gesundheit, der Sport geht ja doch auf, so wie du angesprochen hast, Knöchel, Knie, auf die Handgelenke, auf die Schulter und... Ja, die meisten Verletzungen, die wir haben, sind am Anfang, in jungen Jahren, das über Knöcheln, weil die Bänder und die Muskeln nicht so fein sind und die Spieler doch hochspringen. Das Nächste, was dann ist, bei älteren Spielern kann sein, dass sie in der Schulter Probleme kriegen, weil die Schulter ist enorm beansprucht. Du schlagst einen Ball, wenn du ein guter Spieler bist, mit 120 km/h ins gegnerische Feld. Gibt es da eigene Trainingsmethoden? Gehst du da als Trainer und als Coach her? Gibt es da spezielle Übungen oder Trainings? Sozusagen Präventivmaßnahmen, ja, gibt es. Du kannst Übungen machen, du musst die Muskeln um den Schultergürtel stärken, damit die Schulter, nicht die Bänder nicht so belastet sind, sondern ein Muskel, das haltet. Und bei den Knie und bei den Knöchel musst du auch Übungen machen, vor allem für die Vorderseiten ist bei den Füßen wichtig, bei den Beinen, muss ich richtig reden, wichtig, weil du machst immer die Übung für hinten und für die Oberschenkel vorne und die Vorderseiten, Schienbein, wird vernachlässigt. Mhm. Das muss man halt trainieren. Da gibt es auch Untersuchungen, dass das sehr hilfreich und sehr wirkungsvoll ist. Und das tun wir auch. Wir haben extra einen Athletiktrainer beim Verein, aber nachdem ich das noch nicht gehabt habe, wie ich angefangen habe, mache ich das eigentlich mit meinen Jungen selber. Du trainierst ja dreimal in der Woche, glaube ich, trainiert er in der Halle? Ja, das sind die, jetzt, wir spielen Herren-Landesliga, aber eigentlich sind es die U18er, U17er, U18er. Ich habe auch 12-Jährige dabei, die talentiert sind. Mit denen, wo wir uns erwarten, dass sie sich in ein paar Jahren in der Bundesliga bringen, mit denen trainiere ich jetzt momentan. Weil das ist das Ziel, Nachwuchsarbeit, dass wir Bundesligaspieler produzieren. Es gibt ja eine tolle Anekdote über deinen Sohn, über deinen Alexander. Der ist ja mittlerweile, glaube ich, mit 5 Jahren wirklich schon zum Volleyball gekommen durch den Papa, sage ich einmal. Der hat nicht anders kennen. Wir haben, bei uns war es so, erstens habe ich gewohnt da in der Figaro-Gassen, wo jetzt auch die Familie Frühbauer, meine Schwägerin ist, und im Garten ist immer ein Netz gehängt. Und dann sind in der Gassen mehr Bärschen gewesen und die sind hergekommen und dann haben sie gespielt. Und der Xandi hat halt als Kleiner bei den Älteren mitmachen wollen, ist eh klar, wenn der eine mit 7 und der andere mit 9 spielt, will er auch dabei sein. Und das haben sie getan, haben sie ihn lassen mitspielen. Und der war relativ talentiert damals schon, frech. Ab welchem Alter kann man eigentlich einsteigen in das Geschehen? Oder sobald du gehen kannst, tust du irgendwas mit dem Ball. Das ist gut, wenn du mit dem Ball was tust. Das ist das Gefreit, wenn Kinder gar nicht mit dem Ball spielen, dann erlernen sie nie die Flugkurven abschätzen und dann bist du verloren in jeder Ballspielart. Und das kannst du immer machen. Wir haben ja daheim in meiner Laben, wenn das die Leute verstehen, Vorraum. Da haben wir auch immer ein Netz gespannt, jetzt für die Enkel, zuerst für meine Kinder. Ist nur eine Gummischnur vom
Türklinken zu Türklinken und da spülen sie mit Luftballon hin und her. Kann nichts hinwerden außer der Luftballon, platzt einmal, dann hast du da einen, aber du kannst keine Scheiben runterhauen, du kannst nichts hinmachen. Und das, da lernst du aber auch die Flugberechnung, die Ausholbewegung. Okay, also das ist wirklich Jugendarbeit, sage ich mal. Inwieweit warst du als Vater involviert? Deine beiden Söhne sind ja sehr, sehr erfolgreich, wie angesprochen, also unter die Top 10 weltweit. Alexander ist ja dreifacher Staatsmeister. Dann, ja. Ihr wart ja wirklich bei den Olympischen Spielen, ich glaube, das war in Rio de Janeiro 2016. Beide Söhne waren aktiv dabei und die Familie war dabei. Das heißt, ihr habt wirklich eure beiden Söhne und die ganze Familie, ihr wart wirklich in Rio de Janeiro und wart vor Ort bei den Olympischen Spielen und habt natürlich mitgefiebert. Ja. Erzähl uns kurz, wie war das? Na, zuerst einmal war die Qualifikation ein Wahnsinn. Die sind nach Norwegen gefahren, Wetter, kalt in Norwegen, Stavanger und harter Sand. Eigentlich nichts für kleine Spieler. Und der Xandi und der Robin sind beide, die sich qualifiziert haben, sind kleine Spieler und haben dort gegen Russen gespielt, die über 2 Meter waren und so viele Leute. Und haben 3 Tage Turnier gespielt und kein einziges Spiel und keinen einzigen Satz verloren. Du hast immer müssen, dass das ein Continental Cup ist so. Jede Nation stellt 2 Teams. Die spielen gegen die anderen 2 Teams, gewinnen die 2 Teams das Spiel, ist das Match vorbei, hat die Nation gewonnen. Gewinnt einer, die sind ja immer gewonnen mit dem Robin, gewinnt einer das Spiel und der andere verliert. Das haben die anderen gemacht, außer ein Spiel haben sie einmal gewonnen. Dann muss eine Partie, eine Mannschaft noch einmal antreten und noch einmal spielen. Und das war immer der Xani und der Robin und die haben dann das zweite Spiel immer gewonnen. Und haben dann einen von 2 Plätzen von ganz Europa erobert. Die Russen haben den 2. Platz gekriegt, weil sie auch im Finale waren quasi gegen unsere Österreicher. Aber das waren gegen die Esten und so, das waren Schlachten. Das habe ich daheim im Video mitgeschaut, also im Internet. Das war irre. Ich bin daheim verkommen, ich habe nicht umschauen können, wenn da die Punkte hin und her gegangen sind. Und im Endeffekt haben sie es geschafft, kein Spiel verloren. Continental Cup-Sieger ist etwas, ja, das ist eine Seltenheit, dass du das erreichst. Und dann Olympische Spiele, auch keine Frage. Das ist für jeden Athleten das Größte, was du erreichen kannst. In Amerika zählt das viel mehr als wir Weltmeistertitel. Die Gespräche, die ich mit dir führen durfte, ich habe dich immer bewundert. Du bist ja eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Mensch. Du bist ausgeglichen. Frage, als Trainer, vermittelst du deinen Spielern diese Ruhe weiter oder kannst du auch einmal am Trainings-, am Spielfeldrand einmal ausflippen, kannst du auch lauter werden? Und heute hat ein Bundesligaspiel, was sehr, sehr wichtig ist, anschließend. Du gehst jetzt, wie darf ich mir das vorstellen? Du gehst jetzt dorthin, motivierst du deine Spieler oder was ist deine Aufgabe als Coach? Ja, motivieren auf jeden Fall, aber wir haben immer zuerst eine Besprechung in der Garderobe. Dort aber wird ruhig quasi. Eine grobe Taktik ausgeredet, weil viel kannst du einen Spieler vor wichtige Spiele eh nicht sagen. Die Spieler haben es entweder trainiert, dann kennen sie es, oder wenn sie es nicht trainiert haben, nutzt es auch nichts, wenn du es sagst. Und sie vergessen im Stress ja sowieso. Wir haben schon Taktiken gemacht, super Taktik, hat 3 Punkte funktioniert, dann haben sie alle vergessen, was man tun soll. Und dann sind wir wieder am Anfang gestanden. Also wichtig, wenig sagen, die Sachen sagen, die sie vielleicht umsetzen und sich da merken, auf die 9 Meter, die sie reingehen ins Spielfeld. Und dann, wenn sie es gut machen, sich freuen, das taugt mir eh, das mache ich gern. Und wenn sie es schlecht machen, darfst du auch nicht immer einen Grand schieben, weil in Wahrheit absichtlich macht es keiner. Die Spieler wollen auch gewinnen. Und da ist halt was. Ich kann mir selber erinnern, ist mir auch nicht immer gut gegangen beim Spielen. Das muss man wegstecken und das schauen. Müssen wir halt mehr trainieren oder anders trainieren, damit das nächste Mal nicht so passiert. Dein zweiter Sohn, neben Alexander, der Hansi Huber, ist ja mittlerweile erfolgreicher Trainer. Wie weit bittet er dich oder fragt er nach Rat beim Papa oder holt er sich da schon auf Feedback, so quasi, kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen? Aber das muss man sich jetzt umgekehrt denken. Jetzt frage ich ihn, weil er hat in Deutschland gearbeitet und auf höchstem Niveau bei den deutschen Nationalteams in einem Olympiastützpunkt in Deutschland, das ist schon ein bisschen was anderes. Okay. Wir haben ja von den Deutschen da am Wörthersee den Olympiastützpunkt im Sportpark ja quasi nachgemacht, teilweise abgeschaut. Und er weiß schon viel mehr, gewisse Sachen, sicher fragt er mich auch oder reden wir. Nur ich bilde mir nicht mehr ein, dass ich ihm da weiß, wie viele Tipps geben kann. Ja, kann also Erfahrungswerte geben. Kann sich schon weiterhelfen quasi. Ja, und der hat in Deutschland einen Trainerkurs noch einmal gemacht, obwohl er bei uns schon die Diplom-Trainer-Ausbildung gehabt hat, hat das dort noch einmal gemacht, damit er in Deutschland die Lizenz kriegt. Er hätte
nicht gebraucht, aber er hat einfach wollen dort die Lizenz haben, hat dort noch einmal gemacht und hat den deutschen Athletiktrainer gemacht beim normalen Sportbund. Also der hat das alles gemacht und ich bin froh, wenn du am letzten wissenschaftlichen Stand dir Sachen da fragst. Weil so nachverfolgen, ich mache zwar Fortbildungen, aber so extrem wie früher bin ich nicht mehr, dass ich irgendwo hinfahre, überall Kurse besuche. Wird man auch einmal. Viele deiner Schützlinge sind quasi wirklich erfolgreich im Nationalteam und dann sogar anderweitig gelandet. Wie weit bist du dann als Trainer, auch als väterliche Figur, stolz? Beobachtest du dann diese weiter total quasi? Stolz ist man da. Also mir taugt das schon, wenn die im Nationalteam sind. Ich kann mich erinnern, das Team, mit dem wir Bundesliga aufgestiegen sind, die Spieler sind eingeladen worden zum Herren-Nationalteam und haben dort Tests gemacht mit den anderen Spielern von Wien und was weiß ich. Und da waren wir nicht Master. Und meine haben die ganzen Tests gewonnen. Also waren sie viel besser vorbereitet. Das hat mir schon gefallen, weil die haben ja die Profitrainer gehabt. Ich bin ja ein Halbamateur gewesen im Verhältnis. Und meine, wenn dann wir da 30 Jahre Feier haben und dann kommt der Stefan, diplomischer Stefan Dobotzky, der ja bei einer Chemiefirma war und dann zum Schluss Lenzing-Vorstand war, also Vorsitzender des Vorstands von Lenzing, von der Lenzing AG, kommt der her, da fliegt her von China, weites Gereister und sagt dann, war da mein Freund der Wasche Mertl Sportstadtrat in Klagenfurt und sagt er, ja, er hat sich schon oft einmal geärgert über das Training, wenn wir da am Kreuzberg laufen waren und das hat gegossen und das war kalt, aber im Nachhinein sogar hat mir das volle getaugt und der darf ja nicht so weit herfliegen, wenn es ihm nicht getaugt hat. So hat er gesagt und das hat mir schon Berge gegeben, muss ich sagen. Es gibt ja den internationalen Volleyballverband mit dem Hauptsitz in der Schweiz, in Lausanne. Da bist ja du hast ja die Trainerlizenz für diesen Verband. Ja, ich bin Ausbildner. Das war so. Ich habe auch dort die Kurse gemacht, weil in Österreich war vorbei, da habe ich alles gehabt. Und wollte aber noch nicht aufhören vom Lernen, weil du kannst immer durch Zuschauen, durch mitmachen bei anderen, kannst du was lernen. Und die haben in Tschechien damals internationale Trainerausbildung Level 1, 2, 3 gehabt. 3 ist das höchste. Und ich habe das alles durchgemacht. Und beim Dreier-Level, ich war witzigerweise trotz Englischunterricht und englische Prüfungen, war ich immer einer der Besten. Und da hat mir dann der damalige Ausbildungsleiter und der Generalsekretär vom Trainerwesen in der FIVB hat mir angesprochen, ob ich will Trainerausbildungen weltweit machen. Und ich habe damals gerade den Sprung gehabt. Internationaler Schiedsrichter, da war ich in Österreich auch oben. Hätte keinen Gegenkurs oder Trainer. Und da habe ich nur kurz überlegt, haben wir gedacht, die Schiedsrichter, mit denen trinke ich keiner Bier. Zusammensitzen tun sie mit den Spielern und mit den Trainern. Da war für mich das klar, dass ich lieber Trainer wäre als wie der gescholtene Schiedsrichter. Weil du kannst es nie richtig machen. Und vom Internationalen Weltverband, ich habe da jetzt da nur eine kurze Liste, was du eigentlich, du warst in Kenia, du warst in Gambia, du warst Sudan, Malediven, Mauritius, Sri Lanka, Haiti, Afghanistan. Wenn man jetzt da allein Afghanistan hört, das würde man nie mit Volleyball in Verbindung setzen. Kannst du uns da etwas erzählen? Wie ist das, wenn man international quasi auf der ganzen Welt für den Verband tätig ist? Hast du da besondere Erlebnisse oder was hast du alles? Oder gab es vielleicht gefährliche Situationen? Weil Afghanistan stellt man sich trotzdem immer vor als Kriegsgebiet und was hast du alles erlebt? Ja, einiges. Aber Afghanistan ist ein gutes Stichwort. Das ist gefährlich gewesen auch immer. Nur habe ich es nicht richtig gecheckt. Weil ich bin dort von den Gastgebern quasi umgeführt worden, beaufsichtigt worden, unter Anführungszeichen. Nur einmal, da war es mal schon ein bisschen mulmig, weil wir waren in dem Intercontinental Hotel, das ist auf einem Hügel in Afghanistan, Abendessen am Heimweg von der Trainingslocation. Das war auf der Internationalen Amerikanischen Universität. Da sind wir zurückgefahren zu meinem Hotel, wo ich immer geschlafen habe. Da war ich alle, wenn ich unten war, war ich immer dort in dem Hotel. Dort ist mir nur aufgefallen, das erste Mal, wie ich dort war, war eine normale Rezeption, ein normaler Eingang. Zweites Mal war es so wie beim Flughafen, Sicherheitsschleuse, ja. Aber nichts eingeschalten. Du bist einfach durchgegangen. Dritte Mal haben sie vorne eine Mauer gehabt und der zweite Tier. Das vierte Mal habe ich gar nicht mehr können vorne reingehen, haben wir müssen hinten rumgehen. Da war ein richtiger Tunnel, bis du reingekommen bist. Dann habe ich gefragt, warum? Dann haben sie gesagt, ja, da haben sie mehrere Anschläge gemacht. Und da, wie wir da auf dem Hotel oben waren, Interconti, dann sagt mir der damalige Präsident von dem Verband, und er sagt zu mir, und ich war Generalsekretär vom IOC auch, ob ich nicht will dort umsiedeln, weil das ist näher bei der amerikanischen Universität, da brauchen wir nicht so lange durch die Stadt fahren. Und ich habe mir überlegt, ja, Aussicht super, Swimmingpool, alles da,
Und dann beim Hinheimfahren, dann habe ich gesagt zu ihm, du bist beleidigt, wenn ich nicht zielen will, weil ich habe mein ganzes Gepäck ausgeräumt, hast du zwei Taschen, Lehrmaterial, Gewand und das alles wieder einrahmen, zusammenlegen, ich habe keinen Bock. Und der sagt, nein, kein Problem, fahren wir. Und nächsten Tag in der Früh fahren wir dorthin, genau am nächsten Tag in der Früh. Und dann ist dort die Hälfte von dem Gebäude ganz schwarz. Nachher sage ich, was ist da? Dann sag ich, in der Nacht war ein Anschlag von der Taliban. Und dann habe ich gesagt, ey, hast du denen nicht gesagt, dass ich nicht übersiedle? Hat er gleich gelacht. Aber da haben wir gedacht, war gut gegangen. Nichts passiert. Gell? Sind aus diesen, wo du weltweit unterwegs bist, Freundschaften entstanden? Oder gibt es heute noch Beziehungen, wo du sagst, man bleibt im Kontakt? Oder verfolgt man die Mannschaften, wie sie die weiterentwickelt haben? Schon, tut man schon. Also ich habe schon Kontakt zu den Trainern. Leider Afghanistan, die sind alle weg, weil die sind ja nicht die Taliban-Friends gewesen. Mhm. Die sind teilweise in Kirgisistan, in Tadschikistan und der Präsident, der ist in Frankreich jetzt. Und man verfolgt das und schaut, wie es ihnen geht. Und ich habe wirklich gute Freunde dort. Die in Sierra Leone war ja Bürgerkrieg, Org, Blood Diamonds, kennt man ja den Film. Und in Sierra Leone, der kontaktiert mich öfter, schickt mir, wenn er was macht, was er tut und so. Und der hat immer gesagt, dass ich normal müsse dort eine Ehrenbürger, Staatsbürgerschaft kriegen und einen Reisepass, weil ich habe sie darauf gebracht, dass sie Beachvolleyball spielen. Weil ich habe damals gesagt, die haben keine Halle. Ich habe immer draußen am Asphalt mit dir trainiert, Haas, Regen, du weißt nicht, was für Wetter wird. Dann beim Training, bis du einmal beieinander hast, bis du anfangen, das ist bei uns ganz anders. Du fängst an. Und dann machst du zwei Stunden, dort kommen sie in einer halben Stunde alle. Und dann habe ich gesagt, spielst doch Beachvolleyball, hast du super Strände in Freetown, alles dir versandt. Und die haben dann angefangen. Und dann haben sie sich qualifiziert in Afrika zur Afrikameisterschaft sowieso. Und dann haben sie sich auch qualifiziert zur Weltmeisterschaft Nachwuchs und zur Weltmeisterschaft in Wien. Und in Wien waren sie bald nicht gekommen, weil die haben das mit dem Visum nicht auf die Reihe gebracht. Also die sind organisatorisch einfach hilfloser wie mir. Der Verband der Internationale hat gesagt, für Weltmeisterschaft alle Visa von Afrika in Marokko bei der Botschaft. Und die sind nach Senegal gefahren und haben es dort abgegeben. Die dort in Senegal haben nichts gewusst, die Österreicher. Die hat das nicht interessiert, war Österreich, Deutschland zusammen. Die haben nichts getan, nicht? Und die haben nicht weitergetan. Und dann rufen sie mich an, eine Woche vorher, sie kriegen kein Visum. Dann habe ich angefangen zu kurbeln. Köstinger und alles, was ich irgendwo Namen gekannt habe, angerufen und geschaut. Und dann hat mir einer im Außenministerium, ein Generalsekretär, geholfen. Der hat dann dafür gesorgt, dass ich Visum kriege. Ich habe aber mir so mit meinem vollen Gehalt, Vermögen, für jeden einzelnen Bürger, das waren ausgefüllt habe ich 10 Platteln, gekommen sind dann alle 6, dass ich mich verpflichte, dass ich, wenn sie nicht wieder ausreisen, dass ich dann die Kosten für die habe. Okay, und wie ist die Geschichte ausgegangen? Ja, ich habe dem Trainer da ich gesagt, du, ich habe mir jetzt weit rausgelandet, den Kumpel da, weil der hat mir unten auch immer auf mich aufgepasst. Und jetzt musst du aber schauen, dass die wirklich abreißen, weil das ist ein Stress. Und dann hat er gesagt, Johann, don't worry, I guarantee. Und die sind neu gefahren alle. Sind aber später ein paar von denen abgehauen. Woanders, bei einem Event, bin ich froh gewesen, dass es nicht bei uns passiert ist. Ja. Wir haben da etliche Sachen da am Tisch und ich sehe, hat es mit deinem Hut, den du da in den Händen hältst. Was hat es auf sich mit diesem Hut? Ja, es ist, wenn du internationale Trainerkurse leitest, dann kriegst du ein Taschengeld, das gerade dort was kaufen kannst, aber nicht wirklich verdienst oder so. Und die nationalen Verbände sind aber meistens so dankbar, oder waren bis jetzt bei mir immer, Gott sei Dank, so dankbar, dass du was machst dort, dass sie da irgendein Gastgeschenk geben. Und das ist ein besonderes Gastgeschenk gewesen, nämlich in Cook Island, übrigens eine super Insel in der Südsee, da sollte man einmal hin, weil es ist unglaublich, wie es dort abgeht und wie schön die Landschaft ist. Und die Großmutter von einer Kursteilnehmerin, die hat den Hut, während die unten war in der Woche, in die 10 Tage extra für mich gemacht. Mit Muscheln. Ja. Mit denen habe ich noch ein bisschen geschert gehabt, weil ich bin in Australien eingereist, habe den Hut so oben gehabt beim Einreisen, beim Zoll, gehe um. Und der sagt, habe ich was zum Verzollen, haben sie was anzumelden? Ich sage, nein, ich habe nichts. Unterschrieben habe ich auch dieses Declaration-Dings da. Dann sagt er, sind Sie sich sicher, das ist strafbar, was Falsches sagen? Dann sage ich, ja, ich bin mir sicher. Dann sagt er, was ist mit dem? Dann habe ich gesagt, mein Hut. Dann hat er gesagt, das sind organische Stoffe, mitnehmen verboten. Dann habe ich gesagt, hey, mein schöner Hut, das kann nicht alles. Ja. Dann hat er mich umgeschickt zum Tierarzt am Flughafen. Dann bin ich zum Tierarzt gegangen und habe gesagt, ich lasse mich nicht einreißen wegen dem Hut.
Und hat dann gesagt, der Tierarzt hat dann so getan, ach, die so ungefähr. Und hat das bestätigt, dann habe ich mitnehmen können. Und ich bin froh, weil das ist wirklich ein nettes Geschenk, das, was ich kriege. Und so kriegst du halt überall irgendwas anderes. Ich meine, ich habe geschaut mit der Zeit, dass ich mir Sachen gegeben, die kein Gewicht haben. In Sri Lanka habe ich gekriegt zig Bilder, alles eingeräumt, mit schweren Rahmen. Die habe ich alle im Hotel gelassen, weil ich habe keinen Platz gehabt in der Tasche. Aber die haben es gut gemeint, die konnte ich nicht nach hinten geben oder was. Dann habe ich einfach gesagt, dem Zimmermädchen, du, das gehört dir, okay, das weg. Weil ich habe es nicht mitnehmen können, das ist nicht gegangen. Aus deinen sportlichen Erfolgen, sage ich mal, Pokale, Trophäen, Medaillen, hast du da zu Hause einen Platz, wo du das alles sammelst? Und wir haben jetzt vom Verein im Sportpark Vitrinen, wo wir es eingestellt haben, daheim stehen sie ehrlich gesagt im Dachboden, im Keller, ein paar in meinem Arbeitszimmer. Zum letzten großer Pokal, den habe ich nicht mitgenommen, aber da habe ich die ganzen Medaillen aufgehängt gehabt und diese Badges, was du kriegst, wenn du zum Beispiel die VIP-Karten da oder so, die Eintrittskarten, die habe ich da drüber gehängt mit den Bandeln. Aber wirklich ausstellen, unmöglich. Ich habe etliche von den Erinnerungsgeschenken, Sierra Leone oder Kiribati und so, die habe ich auf die Wand getan, weil ein Holzhaus habe ich es leichter Nagel reinhauen. Du brauchst nicht so viel bohren. Und ich bringe einfach, obwohl ich mir gedacht habe, zuerst, wenn ich das eigene Haus habe, alles aufstellen. Keine Chance, keine Chance. Ich habe einfach so viele Sachen und wegschmeißen kann ich nicht. Ich mag nicht. Beppo, welche Wünsche hast du für die Zukunft, privat, vereinsmäßig? Hast du noch etwas vor, was du noch erreichen möchtest oder was du noch machen möchtest? Sportlich. Ich möchte wieder gut laufen können. Das ist auch etwas, was mir gefällt, weil das ist etwas, was ich immer genommen habe, quasi als Tranquilizer, wenn ich aufgeregt war auf Spiele. Auch wie ich selber gespielt habe, bin ich spazieren am Kreuzberg oder laufen gegangen ein bisschen, dass ich nicht zermürbt wäre. Und so auch, wenn ich Prüfungen gehabt habe, wichtige, habe ich immer das gemacht. Bin jetzt erst laufen gegangen, so wie die Vermögensberaterprüfung laufen gegangen. Und dann bin ich zur Prüfung gegangen, total relaxed, nicht. Die anderen sind aufgeregt. Aber mir hat das noch nichts mehr gemacht. Und was wichtig ist, einmal die Gesundheit, natürlich für die Familie, ist eh klar. Und jetzt besonders im Vordergrund sind die Xandi, seine Kinder, die zwar einkallern, auf die Hänge. Da sehe ich, was ich versammelt habe bei meinen Kindern leider, weil ich so viel unterwegs war. Das kann jetzt als Opa ja, gleich danach holen. Ja, die Kinder werfen es mir nie vor, nur die Frau wirft mir das immer vor. Du warst ja nie da, habe ich alles gemacht. Weißt du, kennst ja diese Sprüche. Aber nachdem die Badevolleyball spielen und Bade gern heimkommen, wird nicht alles falsch gewesen sein, denke ich mal. Und ich hoffe, dass die Familie, dass wir weiter so zusammenhalten. Auch mit meinen Brüdern und Geschwistern. Wir halten wir gut zusammen. Wenn ich durch meinen Job sehe, was andere aufführen mit ihren Angehörigen, dann muss ich sagen, das ist bei uns anders. Beppo, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, alle unsere Zuschauer werden natürlich hier heute die Daumen drücken. Ja. Ja. Die Hirter, ja. Das können wir jetzt als Sponsor. Abschluss von unserem Gespräch, glaube ich, gönnen. Schauen, ob ich eins kriege. Du Armer, du kriegst das alkoholfrei. Beppo, heute tauschen. Zum Bundesligaspiel. Prost. Prost. Alles, alles Gute. Danke. Wir drücken dir die Daumen. Ist es eine kurze Frage, anstrengend, heute in Klagenfurt zu spielen und morgen geht es ab nach Wien, das Rückspiel. Morgen, glaube ich, 17 Uhr in Wien. Ja, ist anstrengend, aber für beide Mannschaften gleich, weil wir spielen mal gegen den gleichen Gegner. Blöd wäre es, wenn wir heute gegen Tirol spielen und morgen gegen Wien draußen und die heute schlafen könnten. Und das Trainer vor dem Spiel, ist das noch jetzt erlaubt? Dürfen uns das jetzt ich noch trinke, gönnen, wir beide? Ja, wir zwar schon, aber ich trinke normalerweise, wenn ich Training habe oder wenn ich Spielcoach, vorher nichts, weil ich das einfach gegenüber den Sportlern herabwürdigend sehe, wenn ich eine Alkoholfahne habe und die, weißt du, die trinken auch gerne ein Bier. Nein, das gehört sich einfach nicht. Und wir sind ja doch ein Sport, der viel Jugend hat. Und deshalb auch nur Radler und nur und alkoholfreies Bier. Super. Offiziell. Offiziell. Beppo, herzlichen Dank. Bitte. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es war für Sie auch genauso so erfrischend, sage ich mal, dieses Gespräch. Und Sie konnten etwas über das Volleyball erfahren. Und ich bedanke mich und verabschiede mich hier vom Wörthersee, von dieser Traumkulisse. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen.